Ich möchte die komplett vernichten. Ich will, dass der richtig, richtig Paranoia bekommt die ganze Zeit. Ja! Jeden Stream werde ich dich nerven. ich habe jetzt schon mehrfach gelesen, dass Petrit... Oh mein Gott, dieser dumme Assi, Alter. Alles klar. Alles klar. Petrit hat meine Hunde getötet. Petrit hat alle meine Hunde getötet, Alter. Hat Petrit alle meine Hunde umgebracht? Der weiße Hund ist weg. Ja, und die anderen halt auch. Es war nicht nur Petrit. Wer war das noch? Wer war das? Wer hat da mitgemacht? Wer war dabei? Wer war noch dabei? Fabo? Hä? Ja, was hat Fabo damit zu tun? LOL! Hey, was ist denn hier passiert? Och Mann, Alter! Och mein Gott, Junge. Digga, wieso spiele ich denn überhaupt noch? Jetzt mal Real Talk. Ja, saugeil. Saugeil, Mann. Saugeil. Och mein Gott, Alter, Digga. Guck mal hier. Wie unnötig schon wieder. Wie unnötig. Petrit hat auch noch Arcani umgebracht, die Missgeburt, Mann. Okay, Leute, was ist eine Sache, die Petrit unglaublich wichtig ist in diesem Projekt? Dein Haus ist immer das haben wir ihm ja gebaut. Das würde ihm ja egal sein. Aber irgendwas hat er bestimmt. Irgendwas hat er bestimmt, was ihm richtig wehtut, wenn ich es ihm wegnehme. Irgendwas wird er doch haben. Reefed, ja, super. Ja, okay. Reefed habe ich gestern geheiratet. Holy shit. Was bringt's? Ja, Leute, ich kann ihm nicht Reefed wegnehmen. Reefed ist meine Frau. Kranker Chat, Alter. Was ist euer Problem? Ey, wirklich, die letzten Streams, no flame so. Ich log mich ein, es ist wieder irgendwas kaputt, Alter. Ich hab ne Idee, Leute, ich hab ne Idee. Rotpilztränke sind Petrit tatsächlich ziemlich wichtig. Ich muss Petrit daran hindern, dass er weiter an die Tränke rankommt. Rotpilz rankommt, Leute, wirklich. Ist die einzige Möglichkeit. Ich gehe mal ganz kurz rüber zu Rotpilz. Auch ne Idee, ne? Wie können wir das denn machen, Alter? Ich meine, ich will ja auch nicht hier von Felix alles kaputt machen. Nur, wie kriege ich denn Petrit daran gehindert, dass er weiter sich hier an... Wie kommt Petrit immer an sein Equipment ran? Also eigentlich müssten wir Petrit einmal komplett resetten, oder? Weiß man, wo Petrit sich gestern ausgelockt hat? Weiß man das? Ich weiß nicht, ob ich Petrit seinen deutschen Pass wegnehmen sollte, Leute. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen too much ist, Alter. Und? Durch Kunga. Ich rede jetzt auch mal mit Kunga, Leute. Das kann so nicht weitergehen. Real Talk nicht. Also das ist so nicht mehr tragbar für mich, Mann. Tut mir leid. Mann, Alter, das kann doch nicht sein. Guck mal, das Ding ist, wenn ich jetzt dein Haus anzünde und alles... Das ist ein Haus, was wir eben gebaut haben. Das sieht so nice aus. Mit Fabo spreche ich jetzt auch nochmal, was gestern passiert ist, Alter. Wohnt der überhaupt hier? Nutzt ihr das Haus überhaupt? Klatsch ihn weg. Ja, Leute, es bringt ja nichts. Wir müssen ihn halt komplett resetten, Alter. Wie kriege ich Petrit wieder resettet? Das geht ja nicht. Der bedient sich ja immer wieder neu bei irgendwelchen Leuten. Und irgendwer gibt ihm ja auch immer wieder irgendwas, Mann. Das ist ja das Problem. Er kriegt ja immer wieder neues Equipment. Ja, ins Gefängnis stecken bringt ja auch nichts, Mann. Hi, Revi. Was geht? Ey, Fabo, was ist gestern passiert? Was ja, Petrit hat versucht, deine Füchse umzubringen. Mhm. Und hat's auch vielleicht geschafft. Sind ich die da? Ich hab's grad gesehen. Nee, sind beide. Sind alle dead, außer einer. Tot. Ja. Sind die alle weg? Ja. Also Petrit hat auf jeden Fall gestern probiert, die zu töten. Ich habe einen, falls er nicht despawned ist, gesaved. Ja, ist noch da. Aber der hat keinen Nametag. Nein. Ich hab einen weggebaut. Ah, okay, krass. Und ja, einen hat er auf jeden Fall, also Petrit hat er die Glasscheiben aufgeboxt. Und dann sind die halt runtergesprungen, weil direkt unter der Glasscheibe ist ja eine Klippe bei dir. Mhm. Dementsprechend redet sich Petrit halt, ich weiß nicht, ob er heute noch kommt, aber wahrscheinlich damit raus, dass er die ja nicht umgebracht hat. Das Ding ist, also ich und Stegi haben die halt noch versucht zu retten, aber ging halt nicht. Das ne? Ding ist, ich will Petrit resetten auf null. Ja, also ich bin auf jeden Fall an deiner Seite. Ich habe gestern mit Petrit auch noch geredet. Petrit hatte mir auch auf jeden Fall kein gutes Angebot stellen können. Deswegen werde ich auf dein Angebot eingehen, Revi. Wie kriegen wir denn Petrit resettet, Alter? Ja, also ich will, dass er gar nichts mehr hat. Ich werde ihn auf jeden Fall, wenn ich ihn sehe, ja... Ja, aber wie oft müssen wir das machen, bis er wirklich nie wieder was hat? Ich weiß nicht, wie viel er hat. Also, das Ding ist, er klaut ja eh überall. Wenn, dann müssen wir ihn irgendwie, weißt du, in so eine unendliche Trap stecken. Sollen wir mal Petrits Stream von gestern gucken? Wo hat er sich da ausgelockt? Hallo. Hallo, Joe. Joe, guck mal, das Ding ist, ich möchte jetzt ein für alle Male Schluss mit Petrit machen. Ich will ganz kurz schauen, wo er sich ausloggt. Ich will, dass er stirbt und seine Sachen despawnen. Ja, das können wir auch machen. Klar. So, okay. Revi, wolltest du mit mir reden? Ich weiß, wo Petrit sich ausgelockt hat. Wir werden ihn da spawntrappen. Ich hol mal ein bisschen Obsidian. Kunga, das Ding ist... Du musst aber beeilen, ne? Warum? Wo der kommt, weil er gleich kommt. Kunga? Ja, bitte. Ja, Revi, ich hör zu. Ich möchte jetzt ein Ultimatum stellen. Ja, bitte. Stellen wir ein Ultimatum. Ich möchte, dass Petrit sich bei euch ab heute nicht mehr bedienen darf und auch nichts mehr an Items bekommt.
Warum? Weil er das immer wieder nutzt, um mich damit zu nerven. Er hat schon wieder mein Haus gegrieft, gestern die Hochzeit gesprengt und vor allen Dingen halt auch meine ganzen Füchse wieder umgebracht, Alter. Und ich dir jetzt ein letztes Ultimatum gebe und wenn ich noch einmal mitbekomme, dass er sich bei euch bedient, dass ihr da genauso drunter leiden werdet wie er selber. Also ich werde bei euch dann auch wirklich Gleiches mit Gleichem einfach vergelten. Ja, dann müsst ihr einfach aufpassen, dass er sich nicht mehr bei euch an den Kisten bedient. Das ist meine Entscheidung. Das gleiche gilt auch für Rotpilz. Rotpilz, ich möchte, dass du deine Tränke bitte nicht mehr öffentlich zugänglich machst. Ansonsten muss ich auch bei dir Dinge kaputt machen. Revi, die Sache ist, das Bündnis, was sich um Rom gebildet hat, ist das allerstärkste auf dem ganzen Crafttech-Server. Das okay, heißt, dann krieg ich halt die ganze Zeit. Hat man ein Riesenproblem. Dann habe ich halt ein Riesenproblem, aber ich habe trotzdem, werdet ihr mich nicht daran hindern können, dann bei euch was zu zerstören. Das sage ich euch jetzt so, wie es ist. Na, also von mir aus rede ich da komplett frei, Nico. Ich sag's dir so, wie es ist, wirklich. Ich mache deine Guardian-Farm kaputt, alles. Wenn ihr aber euch was bekommt, dann seid ihr mit ihm verbündet. Und das gleiche gilt auch für dich, Rotpilz. Ja, der kriegt ja auch von uns weiterhin was. Wenn der kommt und sagt, ich brauche Essen oder so, dann geben wir dem, weil der sich okay, das erarbeitet hat bei uns. Dann haben wir schon ein Problem. So, nachdem du das gesagt hast, ist das ein bisschen schwierig, ob ich da euch noch helfe. Ja, Bro, ich kann ihn einfach erpressen, deinen ganzen entzünden. Mir ist es auch egal. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Meine Füchse sind eh schon wieder tot. Nein, das Ding ist halt, dass ich keinen Bock mehr habe. Ich möchte ihn jetzt stompen. Ich will ihn zu Boden richten. Ich möchte ihn komplett vernichten. Ich werde ihn jetzt konstant, jedes Mal, wenn er da ist, werde ich den mit Farbe und allen anderen so lange bis der keinen Bock mehr auf dieses Projekt hat, damit er sich so fühlt, wie ich mich gerade fühle. Also, Revi, die einfachste Möglichkeit ist, wenn du wirklich die Items vernichten willst und jetzt sagst, du willst richtig Arsch sein, ja, dann machst du jetzt Folgendes, dann machen wir Spender. Die schießen Instant Damage 2, damit kannst du am schnellsten Spieler killen. Damit hat Stegi sogar Spark gekillt. So, wir machen dann Obsidian-Dings drum, dass er nicht entkommen kann. Ich will einfach, dass der sich einloggt und einfach stirbt und alles weg ist. Okay, können wir auch einfach machen. Wir können auch einfach die klassischen Kill-To. Aber dafür brauche ich die exakte Position, wo er sich ausgelockt hat. Nein, die ist halt schwierig zu bestimmen. Wir brauchen trotzdem Instant Damage die 2 Splash Potions. Ich kann die nicht machen. Wer von euch kann die machen? Rotpilz. Felix, hilf uns doch an der Stelle mal ein bisschen. Digga. Also, so, erstens könnte man auch einfach. So, simpler Vorschlag, man könnte doch einfach da, wo Petro ist, mega viel Lava hinmachen und dann stirbt er und verliert automatisch seine. Nein, stirbt nicht direkt. Geht nicht, ich kann auch gerade durch Lava schwimmen mit meiner Rüstung. Ja, komm Felix. Aber ich mache jetzt keine Instant 2 Tränke, um Petro zu killen. Warum nicht? Du machst doch Instant 2 Tränke, damit Petro mich killt. Nein, ich mache gar keine Instant 2 Tränke. Du hast welche gemacht? Ich mache gar keine, damit Petro die nicht nimmt und benutzt. Du hast schon genügend davon gemacht und damit hat er mich abgefangen. Und ja, jetzt wäre es an der Zeit, dass du dich halt da auch ein bisschen revanchierst. Genau. Ich habe einfach ein Schiff gebaut, Petrus hat angezündet. Ich habe eine Hochzeit gefeiert, Petrus sprengt die Hochzeit. Die ganze Kirche, Digga, ich habe daran anderthalb Wochen gearbeitet. Kaputt. Also nicht komplett, aber ein Großteil. Ohne Grund. Genau das ist deine Auslaufposition. Ja. Wenn Pfeile stark genug sind, können wir ja auch mit Pfeilen platt machen. Spark hat Giftpfeile im Shop. Giftpfeile? Ja. Aber durch Gift stirbt er nicht, der kommt ja nur auf ein heiles Herz. Aber mit jedem weiteren Pfeil wird er sofort gekillt. Klär das doch mal allein. Nein. Nein, weil ich nicht die Zeit dafür habe, Leute. Ich habe nicht die Zeit. Ich bin jeden Tag nur 2-3 Stunden live und dann beauftrage ich lieber ein paar Profis. Ganz einfach. Macht doch viel mehr Spaß. Leute, hier sind keine Pfeile mehr drin, Alter Joe. Hier sind stackweise Pfeile. Hallo. Hier. Ich bin halt der Meinung, dass, wenn man sich nur so lange kennt, dann hat man ja auch eine gewisse Vertrauensbasis. Weißt du, was ich meine? Ja, ein bisschen auf jeden Fall. Was würdest du denn an Gegenleistung erwarten, sag ich mal, wenn du Petrit richtig, richtig, richtig jagst, die ganze Zeit ab, richtig lange, Alter, richtig nervst. Richtig nerven? Mhm. Ja, warum dich gerade ab und du brauchst Hilfe, den zurückzufangen? Bro, übertrieben ab, weißt du? Ja, ich glaube, da müsste man mal einen Auftrag schreiben, auf jeden Fall. Ein Auftrag. Jetzt haben wir ein ganz anderes Problem, der Server ist viel zu langsam, der kriegt das gar nicht hin. Wir müssen ihn immer wieder überraschen, wir müssen ihn jedes Mal überraschen, wenn er sich wieder einloggt. Also ich hätte wirklich, dass Petrit halt einfach seine Streams nicht mehr normal machen kann. Weißt du, was ich meine? Das klingt jetzt richtig hart. Wenn er einmal in dieser Falle drin ist, ne? Ja. Und keine Rüstung oder irgendwas dabei hat, dann ist es vorbei. Dann ist er gebannt. Bevor ich jetzt abhaue, ich werde mit Pat treten und werde ihm sagen, er darf bei uns keine Sachen mehr holen. Ja, okay. Danke dir. Rotpilz, du auch? Ich werde da. Ja, also klar, aber ich kann nichts dagegen machen, wenn er halt, wenn ich nicht on bin, einfach sich irgendwelche Sachen nimmt, so, weil der findet ja auch meine versteckten Kisten. Okay. So. Aber wir können trotzdem mal versuchen, den da reinzulocken. Also, ja, kann ich gerne mal ausprobieren, ob er da rauskommt. Das reinlocken, weiß ich nicht. Also, ich glaube, es ist viel effizienter, dass wenn er sich einloggt, dass der die ganze Zeit Schiss haben muss. Wer huntet mich jetzt? Wer will mich jetzt töten? Ciao, ich bin weg. Wo bin ich jetzt? Ich will, dass der richtig, richtig Paranoia bekommt die ganze Zeit. So wie ich das die ganze Zeit habe. Weil ich weiß, wenn ich mich einlogge, irgendwas ist wieder kaputt. Dass er kommt, ne? Der groß genug ist. Wo hat er sich ausgelockt? Haben wir jetzt die Position? Ja. Exakt, wo der Stein ist. Genau da, wo die Steine sind, ja. Da, wir müssen ja irgendwie die Falle aktivieren. Ich will nichts riskieren. Trippelboden. Wir machen noch eins tiefer. Trippelter Boden und trippelte Wand. Ich habe mir gerade ein Tutorial angeguckt von einem Spawn-Trap-Ding, wo er wirklich nicht rauskommt. Aber das Problem ist, er spawnt bei dem Bett von Kunga. Wenn wir da die Erlaubnis haben, können wir das bauen. Wenn keiner das Bett abbaut und das immer so. Aber er kann es ja abbauen. Nee, das Bett ist auch so zugebaut, dass er da nicht rankommt.
Oh. Er kommt safe nicht ans Bett dran. Dann brauchen wir doch hier gar keine aufwendige Falle, oder? Ja, wir müssen ihn halt einmal töten. Genau. Jo. Also wir müssen uns dann fünfmal... Nico? Ja, bitte. Mag jetzt ein bisschen krass klingen, aber wir müssen leider dein Bett einbauen. Mein Bett? Ja, weil Patrick spawnt in deinem Bett. Wir werden ihn hier abfangen, wir werden ihn hier töten einmal und dann bei dir im Bett spawn trappen für einen Tag, damit er endlich lernt. Ja, was machen wir aber, wenn er nicht da spawnt? Also es kann auch sein, dass er halt offstream, also er hat das Stream ausgemacht und ist halt dann noch rumgerannt, das weiß ich nicht. Ich bin jetzt mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo ich sage, ich will alles mobilisieren. Hauptsache keinen Bock mehr. Was ich schade finde, dass Basti nicht auf mein Angebot eingegangen ist. Das wäre sicherlich auch für ihn gar nicht so schlecht gewesen. Patrick kommt online. Okay, her mit dem TNT. Gib ihn mir. Wir brauchen eine Endertruhe. Gib ihn mir. Darf ich die anderen Betten abbauen, Kunga? Baby, wir brauchen noch einen. TNT jetzt. Ich habe kein TNT. Wenn ihr jetzt nicht TNT bringt, bringt das alles gleich gar nichts hier. Pau, ja, beeil dich. Komm hier zum Ding. Ja, Bro, ich muss erstmal hier aus der Höhle raus. Entspann dich. Ja, wenn er jetzt gleich kommt, ist vorbei. Ne? Der sieht den und dann ist Schicht im Schacht. Was ist, ruft mich wieder, ne? Ihr wisst, wie ihr mich kontaktieren könnt. Tschö. Ihr schreibt, der kommt gar nicht. Warum labert ihr dann? Probieren wir das mal an. 20 Uhr kommt der online. 20 Uhr kommt der online, schreiben Leute gerade. Das stimmt doch nicht, Leute. Ihr labert wieder. Also die Trap müsste jetzt so richtig sein. Ich habe sie einzeln nachgebaut, aber kann halt sein, dass sie irgendwas so rausgepatcht haben. Ist halt schon ein bisschen ein älteres Video, aber müsste eigentlich passen. Jo, Revi, und wenn das nichts hilft hier, dann helfen wir nochmal nach mit dem Schwert. Okay. Ich schreibe ihm gerade, er meint, er kommt gleich vielleicht online. Er weiß von nichts. Sehr dope, Alter. Sehr dope. Ihr müsst aber, ach, by the way, Revi und alle anderen, wenn die Falle triggert, weg von der Falle. Die Sprengkraft geht auch über diesen Dings hinaus, okay? 32 TNT werden innerhalb von 2 Sekunden in die Kamera geladen. Und dann explodiert das alles auf einem Raum. In Lava. Wir müssen halt sicher gehen, dass er stirbt. Weißt du, was ich meine? Er ist ein paar Minuten mit dieser Falle beschäftigt. Angenommen, Patrick spawnt neben unserer Konstruktion. Dann müssen wir beide ihn händisch umbringen, okay? Kriegen wir hin. Fabo? Ja? Du passt hinten auf, dass der nicht auf der anderen Seite, dass der auf der anderen Seite alles glatt geht. Kelbblöcke, Warzenblöcke und Öfen. Super, dir ab. Einmal drumherum noch hier. Komm mal hier quasi hier so ein, weißt du, hier. Okay, genau, Leute, jetzt heißt es eigentlich nur noch warten. Es heißt wirklich nur noch warten. Und auf der Lauer, auf der Mauer sitzt ein kleiner Revenzeit. Das passt so gut. Wenn das jetzt funktioniert, Alter, und die Falle von Fabo funktioniert, das wäre so OP. Wenn es nicht sein Bett ist, ist es halt RIP, ne? Aber müsste eigentlich sein. Patrick versus Redstone. Das Ding ist halt, Leute, es geht mir, wie gesagt, nicht darum, ihn komplett abzufangen. Ich möchte einfach nur, dass wir jetzt hier einen Verhandlungspunkt haben, wo ich sage, so, Bro, guck mal, wenn du nicht willst, dass du jedes Mal, wenn du streamst, am Ende 20 Minuten Blackscreen machen musst und ich dir mit Cam-Account noch stalke, Alter, und du anfängst, Junge, mal zu chillen und mich in Ruhe zu lassen, dann wird das nicht mehr passieren. Dann werden wir ihn freilassen, gut ist. Und sollte es dann aber passieren, meine Freunde, ich schwöre dir, wir werden ihn auf ewig in seinem Bett spawntrappen. Weil irgendwann wird er irgendwo wieder schlafen. Und dann wissen wir das. Und dann ist er da gefangen. Das Ding ist, das Wichtigste ist, Leute, was wir jetzt hier machen, ist einfach ein Zeichen zu setzen. Einfach zu sagen, so, guck mal, Digi, wenn du nicht möchtest, dass du jeden Stream, den du machst, so abgehen musst, immer Angst haben musst, dass dir sowas passiert, dann chill jetzt endlich. Dann chill und lass mich in Ruhe. Wisst ihr, was ich meine? Ein Exempel statuieren. Ja, genau, ein Exempel. Ein klassisches Exempel wird dir gerade statuiert. Ganz genau das. Versteht ihr, wenn ihr jetzt, das ist jetzt deine letzte Chance, zu sagen, yo, ich bin jetzt cool mit euch und ich höre jetzt auf damit. Und wenn ihr noch einmal dagegen verstößt, ich habe kein Problem damit, Patrick für, ey, 3, 4 Tage, 5, 6 Tage in irgendeinem Bett zu spawntrappen, ohne dass er da rauskommt. Leute, das hat nichts mit Mobbing zu tun. Ich will einfach nur, dass das aufhört, Mann. Ich will, dass es aufhört, dass er mich nervt, Mann. Mehr will ich gar nicht. Leute, das Spawntrappen im Bett ist das Wichtige. Das hier ist nur der erste Schritt. Wir ersetzen ihm die Sachen. Aber erst in der Woche. Oh, Patrick ist im Chat. Ganz kurz, wichtige Info, Mann. Ich will euch morgen alle um 14 Uhr im Chat sehen. Wir haben einen richtig krassen Stream geplant. Morgen fahre ich mit einem Porsche rum und stelle mit einem Porsche Tiger, der neue Elektro-Porsche, den darf ich morgen fahren, gemeinsam mit Star Wars und Disney, by the way, ein ziemlich, ziemlich cooles Quiz, so ein Quiz-Taxi-Ding machen wir. Und ich bin der Moderator von dem Ganzen. Kommt morgen um 14 Uhr auf jeden Fall ein richtig, richtig nicer und extrem geiler IRL-Stream. Morgen 14 Uhr Star Wars IRL-Stream, meine Freunde, mit einem richtig dicken Auto. Da auf jeden Fall unbedingt dabei sein, okay? Ich möchte morgen hier mindestens auch die 10K-Viewer sehen. Das muss morgen auf jeden Fall drin sein, Leute. Morgen 14 Uhr hier, IRL Star Wars Stream. Tschüsschen. Patrick ist live. Haben gerade Leute in den Chat geschrieben. RIP, Leute, er kommt! Aufregendster Snipe, sein Vater, Junge. What the f***? Das funktioniert, Leute. Ey, wenn das jetzt gleich funktioniert, Alter. Er ist on. Alle schreiben schon im Chat, Revi. Revi mit 35 Monaten. Er kommt. Okay, Patrick, deine Überraschung. Komm, let's go. Komm, lock dich ein. Mach ruhig Aufnahmen an, Bro. Du wirst staunen.
Der ist unten links. Der steht vor der Farm. Oh mein Gott! Patrick, es tut mir so leid, aber es ist sogar besser für dich, wenn du so stirbst. Stark. Oh, der ging ja easy. Das ganze Ding war umsonst. Okay, schnell, 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 schnell. Hey, er spawnt nicht in der Trap. Was? Was? Oder? Wo spawnt er? Patrick? Ja! Ja! Oh mein Gott. Wo muss ich lang, Fabio? Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Ja, hier, 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 hier. Links raus, geradeaus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bin gespannt. Wir können ihm hier zugucken, wenn er auf Respawn drückt. Hier, Revi. Ach, wie geil. Alter. Patrick. Wo ist sein Bett? Oh mein Gott. Da drin, oder was? Oh mein Gott, Leute, wir haben ihn. Sehr geil. Alter, wir haben ihn. Warum? Womit habe ich das verdient? Wir haben extra... Okay, das Gute ist, Patrick, du hast schon mal deine Sachen nicht verloren. Das ist schon mal ganz ich nice. Ich will 15 Euro haben. Was willst du? Für mein Taxi. Ich bin hergekommen für ein Taxi. Ich krieg jetzt so eine Belohnung. Guck mal, Patrick, soll ich dir... Dabei, guck mal, das Ding ist, Patrick, du bist jetzt da so trapped. Das heißt, du kommst da wirklich nie wieder raus. Du kannst das Bett nicht abbauen, es sei denn, jemand von außen befreit dich. Ayo, wie geil. Du kannst da- aber wieso? Patrick, jetzt wird verhandelt, jetzt wird verhandelt. Ich will nicht verhandeln, ich mach die Lava weg, ich komm da eh nicht raus. Mach doch einfach die Lava weg. Nein, machen wir das nicht. Das nervt für meinen Stream. Das nervt. Nein, Patrick, genau das ist der Punkt. Jetzt wird verhandelt. Patrick, pass auf. Ah, hier, ich hab deine Sachen noch, warte. Nein, warte, gib's ihm nicht, Patrick, guck mal. Oh, die sind verbrannt, sorry. Ey, Debitor! Patrick, guck mal, pass auf. Patrick, hör mir zu. Patrick, wenn du nicht möchtest, dass du jeden Stream das gleiche durchmachen musst jetzt, ab heute, wirst du schwören auf alles, was dir hoch und heilig ist, auf deine Familie. Ich werde niemals auf meine Familie bei einem Minecraft-Raid schwören. Du schwörst auf alles, was dir hoch und heilig ist, Patrick, dass du mich nicht mehr abf***t. Weil sonst werde ich dich hier nicht rauslassen. Guck mal, das Ding ist, wenn du hier... Patrick, wenn du hier irgendwie rauskommst, wenn du befreit wirst, Patrick, dann bauen wir das wieder und wir finden heraus, wo du geschlafen hast. Nee, und wir werden dich jedes... Nein, jedes hör mir zu. Wir werden dich ab jetzt jedes Mal... Jedes einzelne Mal werde ich dich abfangen, so wie dich mich immer abgefangen ab hier. Egal, ob du dich ausloggst oder nicht, wir haben Cam-Accounts und Cam-Accounts sehen immer, wo du dich ausloggst. Warum darf man überhaupt Cam-Accounts dafür nutzen, Digga? Patrick, ich bin jetzt Ape, weißt du, was ich meine? Ich bin jetzt genauso drauf wie du und es wird dich niemand befreien. Ich hab Freunde in diesem Projekt. Ich hab deinen Freunden schon gedreht, ich hab Kunga schon gesagt, wenn er dich anfasst, geht hier was in die Luft, ich hab Rotbild schon Bescheid gegeben. Alle, Patrick. Du hast sie erpresst. Richtig, genau. Ich muss mal ganz kurz jemandem etwas geben, Fabo. Wir hatten nämlich einen Deal. Was kriegt er jetzt von dir? Fabo kriegt knackige 100 Euro von mir, Alter, dafür, dass er das gemacht hat. 100 Euro? Mir hast du nie... Also, gut, du hast... Ja, Patrick, du wolltest gestern keinen besseren Deal eingehen, das hast du davon. Digga, bin ich reich, dass ich dir jetzt 100 Subs giften kann, oder was? Wir können ab jetzt, hier unseren gottverdammten Frieden miteinander machen. Weißt du, was ich meine? Einen verdammten Frieden machen. Dann hast du das Problem, Patrick, dass du auf ewig abgef***t wirst. Jeden Stream werde ich dich nerven. Und jeden Stream werde ich meine Leute haben, die dich nerven, Patrick. Verstehst du das Prinzip endlich? Ich werde jetzt Feuer... Ich bin erstmal am Spawn hier gespawnt, ne? So. Du bist am Spawn gespawnt? Ja, denn ich weiß, wie man da rauskommt. Er trollt, ist er nicht. Ja, er trollt, guck dir meinen Stream. Guck dir meinen Stream. Ich fliege wie eine Gazelle, wie ein Schmetterling. Gazellen fliegen nicht fliegen. Wir fliegen Richtung Düsseldorf Airport. Patrick fliegt hier runter zur Kathedrale. Das können wir uns ja einfach nicht stehen lassen. LOL, du kleiner Mist. Okay, Fabo, gönn dir die 100 rein. Aber Patrick. Okay, gut, ich verbrenne. Egal, ich zünd deine Sachen jetzt an. Ich verbrenne deine Sachen jetzt noch. Zurück, wir verhandeln. Nein. Okay, Diamond Boots. Comment dafür, oh mein Gott. So, Diamond Boots sind schon verbrannt. Lidl in Virgil Abloh Limited Collab ist auch meins, Alter, was er einfach hat. Wir werden hier hinterherlaufen, dir Schläge mit einem Gürtel geben. Das gibt dir richtiges Kindheitstrauma, Alter. Ja, gibt es mir auch, aber dennoch werde ich nicht verhandeln mit... Patrick, versteh endlich, dass ich so keinen Bock mehr auf dieses Projekt habe. Ich werde dich so zu Grund und Boden richten, Digga. Ich werde den Flame des Todes auf dich loshetzen. Ich werde Leute auf dich loshetzen. Patrick, ich bin bereit, diesen Monat 20.000 Euro abzugeben, nur dass du keinen Spaß mehr hast. Patrick, ich bin wahnsinnig. Okay, 20k, Basti, wir chillen. 20.000 war ein bisschen viel, Alter. So viel gebe ich nicht. Patrick, mir ist alles mittlerweile so egal. Ich möchte einfach nur, dass ich hier in Ruhe spielen kann. Weißt du, was ich meine? Und wie willst du davon ausgehen, dass ich mich daran halte? Weil du sonst jeden Tag immer wieder resettet wirst. Du bist auf null. Also, wenn ich jetzt sage, yo,
Frieden. Als Beispiel. Kann das passieren? Also, es geht ja eigentlich nur ums beide, oder? Ja, richtig. Es geht darum, dass du mich nicht mehr abfängst. Okay, das Ding das ist. Das gestern mit also der Kathedrale, mit meinem Fuchs. Es kotzt mich nur noch an. Es fängt mich nur noch ab. Entweder. Also schon. Du gehst jetzt darauf ein oder nicht. Guck dir an, was du mit der Kathedrale gemacht hast, Bro. Ja, das war ja zu Recht, weil du hast mein Mädchen genommen. Bro, du bist so ein Holzkopf, bist du, Digga. Es ist Minecraft. Ja, ich war gerade gemutet. Ich hab meinen Chat gefragt, was ich machen soll. Ob ich dies annehmen, also ob ich dir wirklich dich in Ruhe lassen soll oder nicht. Ich muss sagen, Revi, sieht nicht gut für dich aus. Okay, Petra, dann wird jetzt ab hier für dich die Hölle über dich reinbrechen. Was heißt das? Ich geh full in private. Nee, in private machen wir nicht. Doch. Ehrlich jetzt? Ja. Du zwingst dann, mich ja quasi dazu, dass ich sage, dann okay. Wird Lügen Petrit mal richtig geleakt. Guck mal, Petrit, siehst du das? Du wirst jetzt immer weiter von Debito gekillt. Einfach, weil er es kann. Keiner wird dich mehr achten. Keiner wird dir mehr helfen wollen. Aber so schlimm bin ich doch gar nicht. Doch, du bist so schlimm, weil für mich bist du so schlimm. Und, aus diesem Einmal, ne? Nein. Wird auch deswegen gebannt, bla bla bla, ist halt eine Kettenreaktion entstanden. Ja, aber die feuerst du immer wieder an. Bro, du kannst das nicht, du kannst das nicht gleichsetzen, Alter. Wie kann man so realitätsverblendet sein, Petrit? Nein, ich verstehe schon, was ich getan habe. Mhm. Aber. Und du raffst doch, was für ein für mich ist? Ja, aber ich möchte nicht. Ich möchte nicht diesen Deal eingehen. Ja, Bro, aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, Digga, wenn du jetzt hier offen sagst, du möchtest nicht aufhören, mich abzuhören, dann hast du A, gegen die einzige Regel im Projekt verstoßen. Das wäre auf jeden Fall mehr als ein Tempern, Bro, das weißt du. Und B, wenn das nicht zieht, werde ich dich, ich schwöre dir, ich werde alles daran setzen, dass du so abgefuckt bist, Petrit, dass du wirklich nach 2-3 Tagen keinen Bock mehr hast auf Craft Attack. Weil irgendwer findet immer raus, wo du bist. Und irgendwer hat immer was davon. Verstehst du, was ich meine? Guck mal, wie du gerade weggefarmt wirst wieder. Willst du das als Dauerzustand haben? Nee, das würde schon gern Sachen machen. Und ich gebe dir jetzt diese letzte Chance, verstehst du, was ich meine? Aber das war's dann auch. Du bist dann nicht mehr als ein Holzblock. Lass mal kurz überlegen. Der abgebaut wird. Willst du ein Holzblock sein oder möchtest du ein Minecraft-Skin sein? Was willst du sein? Ein Minecraft-Skin wäre schon gern. Wenn, dann ist er eher ein Kaktus, oder? Du bist einfach nur Kaktus, One Punch, bam. Ja, keine Ahnung, ich überleg gerade. Das ist halt so. Ja, es ist eine schwierige Entscheidung, seinen kompletten Content einmal umzustellen, oder? Ja, genau, natürlich. Du gibst ja sogar zu. Du gibst ja sogar zu. Ja, weil ich ehrlich bin. Okay. Was, okay? Dann lass uns das so festhalten. Was halten wir so fest? Dass ich dich. Ja? Nicht abfangen werde. Du wirst mich nie wieder in Craftwerk abfangen. Genau. Du brauchst mir jetzt auch nicht mit Fingerkreuz. Oh mein Gott, Peter, wie alt bist du, Junge? Das hat nur Spaß gemacht. Ja, wie alt bist du, Junge? Wie alt bist 12, du, Alter? Ja, kind. Digga. Ich schwöre, ich kann dich auch nicht ernst nehmen, Alter. Das geht halt auch nicht. Gib mir deine Hand. Geh weg mit deinen schäbigen Kaktusfingern. Komm, schlag ein. Wir machen keine Verträge mehr, Digga. High five. Schlag einfach ein. Hab ich. Eieiei. Farbe, Anton, der kommt jetzt auch nochmal. Ne? Peter, ich schwör's dir. Last chance, so weißt du? Ich wiederhole mich nicht. Ist okay. Ich hab's verstanden. Ich weiß meine Konsequenzen jetzt und ja. Hallo. Was geht, Toni? Ja. Meine teuerste. Würdest du Petra vielleicht nochmal ein letztes Mal ganz kurz sagen, dass das alles aus freien Stücken hier entstanden ist? Und dass dass du dich bewusst dafür entschieden hast und keinerlei Zwang oder Erpressung vorgelegen haben? Ja, dass natürlich. Dass du das möchtest? Da, sag ich doch, dass der sagt. Ich wusste doch, dass der sagt. Aber Petra, dann akzeptier es doch einfach. Antonia hat sich manipulieren lassen von Revi. Aber ist okay. Aber nee, wie kommst du da drauf? Ich fand es übrigens sehr, sehr, sehr schade, dass du die Hochzeit gesprengt hast. Guck mal, Petra, das ist so. Schmerz, der aus dir spricht. Ja, sie ist gekränkt von dir. Guck mal, Petra, wo ist der Fuchs? Gib ihn mir zurück, dann sind wir even. Komm her. Wo? Heide. Wo? Wo? Ich komme mit. Und ich werde dafür sagen, dass du dir nie wieder Spaß hast oder spielen kannst. Eins von beidem. Ich werde immer Spaß haben. Mich kann man nicht. Wenn du gebannt bist, kannst du keinen Spaß mehr haben. Wo ist der Fuchs? Ja, der ist irgendwo hier drin. Ja, dann mach auf. Ich kenne mich nicht. Ich habe 50 Level. Du bist gerade respawned, du Bot. Hier irgendwo müsste der sein. Hallo! Fuchs, komm. Hast du Leine? Nein. Du hast meinen Spitzhacke aufgehoben, Baby. Eieiei. Petrit. Was? Du weißt, was das jetzt heißt, ne, Petrit? Krieg ich eigentlich meinen Spitzhacke zurück? Oh mein Gott. Du meintest, der Tod geht auch klar. Gut, ich verbrenne jetzt deine Sachen. Du hast gesagt, tot geht. Okay, ich komm zurück. Ich werde den neuen holen. Ich hab zwei. Sachen sind verbrannt. Sachen sind verbrannt. Zu spät. Sachen sind verbrannt. Deine Sachen sind verbrannt. Deine Sachen sind verbrannt. Und du wirst sie nicht mehr zurückbekommen. Hier nach Petrit ist vorbei. Ich mein's so, wie ich sag. Pass auf, das Ding ist, ich hab Petrit gerade eben gespawntrapped mit einer Falle, wo er theoretisch nicht rauskommen kann. Hat sich aber durch einen Comment irgendwie rausgebuggt irgendwie. Mit einem irgendeinem Glitch. Eigentlich funktioniert das nicht, aber ist es so. Ich habe ihm gesagt, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich ihm ein Friedensangebot mache. Ich mache ihm das letzte Mal ein Friedensangebot und ich werde ihn wirklich so lange in-game, so lange ab*****,
lassen von Leuten. Also ich, vielleicht magst du überzogen finden, aber ich habe Farbe 100 Euro gegeben, dass der Patrick die ganze Zeit niederfarmt. Das funktioniert bis jetzt ganz gut. Dass der nie wieder Spaß an diesem Projekt hat. Und wenn er dann immer noch weitermacht, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann muss ich ein Ultimatum stellen, Alter. Wo ich sage, entweder ich oder er. Und dann quitte ich einfach. Ja gut, das ist die Sache, ne? Wir haben ja die Regel, wenn er es übertreibt, der nächste Bann ist halt 48 Stunden. Ne? Ja, aber das bringt nichts. Ja, ist doch egal. Wenn der dann nochmal wieder anfängt, dann sind es schon eine Woche. Ja, genau. Ich habe ihm jetzt gesagt, entweder er nimmt das jetzt hin und wir chillen jetzt. Er hat doch gerade einfach wieder meinen Fuchs vor meinen Augen umgebracht. Ich habe gerade einfach sein komplettes Equipment verbrannt, mir egal. Gestern hat er auch nochmal den weißen und den roten. Ja, er hat den weißen Fuchs hat er eben entführt. Hat er gesagt, okay, ich gebe dir wieder, ich hole ihn zurück. Was macht er? Tötet ihn vor meinen Augen. Das sind einfach nur Provokationsmoves. Welcher Teil ist jetzt Roleplay und welcher Teil ist kein Roleplay? Da brauche ich mal eine klare Ansage. Also ich bin gerade mad. Müssen wir was machen. Wenn er es wieder übertrieben hat, dann würde ich halt hochsetzen, die Penalty. Und nächstes Mal vielleicht eine Woche bannen und danach ist er raus. Und wer halt einmal aus Craft Egg raus ist, der wird das nächste Mal auch nicht eingeladen. Ne? Und dann, wenn noch einmal irgendwas passiert, Spark, ich tut mir leid, dann muss ich Ultimatum sagen, weg oder ich bin selber raus mit einem großen Knall. So ist es ja manchmal funny, macht, weißt du, aber ich wünsche mir wenigstens, ich wünsche mir mal eine Woche zum Beispiel einfach Ruhe. Ja, wir warten jetzt einfach ab, guck mal, ich glaube, er hat es noch verstanden, jetzt wir warten jetzt einfach ab und sollte noch was sein, dann melde ich mich einfach. Ich fahre morgen Flitterwochen mit Antonia und ich will meine Ruhe vor dir haben. Musst du das jetzt nochmal erwähnen. Und wenn ich sehe, dass du im gleichen Hotel nebenan eincheckst, voila, Patrick, ich werde deinen Reisepass zerreißen, du kommst nicht mehr zurück. Ja, dann machen wir das so. Komm mal her, wo bist du? Gib mir einen freundschaftlichen Händedruck. Wie gesagt, ohne Vertrag. Das zieht bei uns eh nicht. Wir sind eins, im Herzen. 1, 2, 3. Okay. Ja. Chat, ich geh jetzt an der Stelle hier mal offline. Wir sehen uns morgen um 14 Uhr, Leute, zu dem fetten IRL-Stream mit dem Porsche. Auf Ehrenbruderbasis. Und dann morgen Nachmittag nochmal zu einer Stunde, 1, 2 Crowd Attack. Küsschen, bis morgen.